Lilo, heute mal ein Betriebssystem, das mal ein Zuschauer empfohlen hat. Guck doch mal. Q4OS ist ein Betriebssystem, das auf alter Hardware läuft, Debian basiert, das heißt so ein bisschen Ubuntu-mäßig, hat aber, leider Gottes muss man vielleicht sagen, kommt drauf an, so ein bisschen Look und Feel von Windows. Ja, schauen wir mal. Classic Install wäre, wenn man sich noch aussuchen müsste, wollte, neben einem bestehenden Betriebssystem installieren. Ich habe meinen alten Dell Dimension genommen, da ist sowieso wenig Zeug drauf. Das kann ruhig platt gemacht werden. Ich sage, keine Fragen bitte an dieser Stelle. Full automated, das heißt, alle Dateien, die jetzt drauf sind, werden gelöscht. Ich habe das ganze Ding auf eine CD gepackt. Das Ding ist 384 MB nur groß, passt wunderbar auf eine CD. Prima Sache. So, Enter, Taste und dann geht das los. Ja, Full Automated heißt tatsächlich anscheinend Full Automatisch. Fragt mich im Moment nichts. Wunderbar. Textbasierter Modus finde ich gut, wie bei einer Alternate-Installation, die man vielleicht noch kennt von früheren Ubuntu-Versionen. Oder vielleicht auch von Debian. Ne? Basiert ja auf Debian, also nicht direkt auf Ubuntu, sondern Debian, weil Ubuntu ist ja auf Debian basiert und das basiert hier auch auf Debian. Debian. Schau mal. Sehr leichtgewichtig, soll auf sehr alte Hardware laufen. Ich habe, wie gesagt, mein Dell Dimension 1100, eine CPU und der ist so Baujahr 2005 rum, der ist eigentlich noch im Vergleich relativ neu, könnte man ja fast noch sagen, 9 Jahre. Ist aber trotzdem schon eine, der normalerweise am Schmerbel landet, ne? Wo an der Straße steht, weil aktuelle Windows-Versionen nicht mehr drauf laufen oder ähnliches. Hier läuft dann ein Linux-System drauf, wunderbar, mit aktuellen, so hoffen wir, Treibern und so weiter. Und das schauen wir uns heute mal an. Wir lassen den mal weiter installieren. So, läuft immer noch schmerzfrei durch, keine Probleme. Wer sich fragt, warum ich das jetzt nicht in VirtualBox gemacht habe, ich will das auf dem echten System sehen. Ne? Das ist sinnvoller, gerade wenn es auf einem alten PC laufen soll, dann will ich das auch auf dem alten PC sehen und nicht auf einem 6-Kerner in einer virtuellen Maschine, die 3 Prozessoren hat. Also, wir installieren weiter. Linux Image 3.204686 PAE. Interessant. Ich habe übrigens mein Netzwerkkabel vergessen anzuschließen. Installiert sich trotzdem schmerzfrei durch. Braucht keine Internetverbindung zum Installieren, wie es dann von vielen Ubuntu-Versionen vorgeschlagen wird. Schauen wir mal. Receiving, receivt er dann von der CD. Ich habe es also auf eine richtige CD gebrannt, so wie man es wahrscheinlich bei einem alten PC machen würde, der vielleicht gar keinen USB-Stick-Slot hat, ne, gar keinen USB-Port hat. Installing extra Packages. Scanning the CD-ROM, configuring apt. Upgrading Software. Nun, das wird er schlecht können, weil er keine Internetverbindung hat. Macht alles von der CD. Läuft alles ziemlich schnell. Installation ist nicht langsamer als eine Ubuntu-Installation, vielleicht eher sogar noch schneller. Schauen wir mal. Auf distrowatch.com habe ich gesehen, dass die Herkunft dieser speziellen Linux-Version Deutschland wäre. Da habe ich auf der Homepage gesehen, da war kein Impressum drauf. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ne? Wisst ihr aber, woanders liegen, ne? Der Server, wo liegt denn der? Dann habe ich eine Whois-Abfrage gemacht und der Server war in Tschechien. CZ. Könnt ihr mal selber gucken mit Whois. So, wir haben anscheinend eine Desktop-Umgebung, sehe ich gerade beim Installieren. Die heißt Trinity. Anscheinend eine Abwandlung von der KDE-Desktop-Umgebung. Und schauen wir mal, Xorg-Grafiktreiber wie früher, also Xorg-Server, kein Treiber, Xorg-Server, Entschuldigung. Schauen wir mal, jetzt läuft CD-Laufwerk wie verrückt und warten wir mal ab, was da noch kommt. Normalerweise müsste jetzt, entweder fragt er mich noch, wie ich heiße, oder
bootet gleich neu. Grub 2 ist drauf als Bootmanager. Guckt für andere Operationssysteme, die drauf sein könnten. Ja, wohl kaum. Bei der gewählten Option habe ich ja gesagt, macht die komplette Festplatte platt. Da kann nichts anderes sein. Update Grub. Das dürfte eine der letzten Schritte sein, die hier passieren bis zum Neustart. Setting Users and Passwords. Werde ich jetzt nochmal gefragt? Nö, nicht wirklich. Fully Automated Installation Finishing. Running Pre-Seed. Voreinstellungen werden gesetzt. Wahrscheinlich mal gespannt, als welcher User ich dann beim ersten Login drin bin. Unmounting Eject. So, CD fährt raus. Unmounting und Reboot. Ich bin es. Und sogar persönlich. Ich habe sogar mal mein Bildschirm so ein bisschen geputzt, ja. Ein bisschen, ne? Ich habe da Siloid streifenfrei gedauert. Hier, vielen Dank an Siloid streifenfrei. Das funktioniert wunderbar. Kriegst du Hornhaut mit von den Füßen, aber keine Streifen vom Fernsehen. Also nach meiner Erfahrung. Gut. Jetzt hätte ich vielleicht doch die CD rausnehmen sollen. Die ist nämlich wieder automatisch reingefahren. Das war jetzt eher doof. So, CD rausgenommen. Hallihallo, ich bitte. Loading, please wait. Version 05.018. Wir sind in einer Beta-Version. Wobei es die Beta eigentlich schon seit Jahresanfang gibt, da es schon YouTube-Videos gibt, die ich vorher geguckt habe. Die waren vom Januar. Schau mal, da kommt eine kleine Uhr, die bitte mit auf meinem Kopf. Username und Passwort. Ja, das ist, ja. Welches wär's denn jetzt? Ja. Also die Maus reagiert. Login einfach mal. Nun, Benutzername hätten wir schon mal, ne? Da konnte man hier auf den alten schwarzen Kopf klicken. Und wenn ich einfach nur Login sage, passiert da was. Und Passwort, da scheint sich was zu tuten. Schau mal, ob wir da jetzt weiterkommen. So, das momentane System wäre wohl jetzt auf Englisch. Sollen wir das behalten? Sagen wir erstmal yes, ne? Dann haben wir es. Das Ändern der Sprache kann man hinterher noch machen, ist auf der Homepage beschrieben. Setup Password for your Admin Account. Okay, ich sollte vielleicht mal ein Admin Passwort vergeben und nicht einfach ein leeres eingeben, so wie ich es denn getan habe. Aber 1, 2, 3, 4. Und dann geben wir nochmal 1, 2, 3, 4, was die Systemsicherheit halbwegs unbrauchbar macht. So, Passwort wurde gechanged. Gut, und Kongratulation, Installation ist total fertig. Ich bin auch schon fertig hier. So, gucken wir mal. Kommt jetzt mal was Größeres. Ich bin hier dauernd am Zoom, wie blöd. So, ich hätte jetzt gerne mal so ein Menü, so ein Panel oder so. Ah, das sieht KDE-mäßig aus. Aha, und schon sind wir da. Das sieht ja schön aus. Das sieht schön aus. Ja, ich würde sagen, ja, willkommen. Diese ist noch nicht so fertige Software, im Gegensatz zu Ihnen. So, Desktop Operating System Design to offer compact and clean user. Wir haben kompakt und sauberes Benutzerinterface. Es kommt darauf an, wie mein Monitor geputzt ist. Einfache Zubehör und very stabile Funktionen, bla bla bla. Achtung, das ist eine Beta. Ist mir doch egal. So, ob es funktioniert. Viel Vergnügen. So. Ja, da werden wir haben. Gucken wir mal. So. Gehen wir so mal wieder raus. Ich werde jetzt erstmal als erstes versuchen, einen Rekord für meinen Desktop zu installieren, damit ich nicht dauernd mit der Kamera hier rumspielen kann. Muss. So, ich habe jetzt mein Netzwerkkabel eingesteckt. Rekord für meinen Desktop bin ich installiert. So, brauche ich jetzt mein Terminal. Unter Programs, ne, unten auf das T klicken oder was auch immer das sein soll. Und dann gibt es hier die Konsole. Steuerung Alt T hat nicht funktioniert, womit man normalerweise ein Terminal öffnet, sondern Programme, Programs, Konsole. Ich vermute, dass ich jetzt noch englische Tastaturtreiber habe, stelle mich mental drauf ein.
sudo apt-get install record my desktop. So, wie ihr schon seht, hat der Record my desktop, ich muss Z und Y sind verdreht. Ne? Und das apt-get, da ist ein Strich dazwischen, ne? Das Minuszeichen hole ich mir am besten ganz rechts auf der Tastatur und kann dann mal gucken, ob was passiert beim Installieren. Sudo, aha. We trust you have received the usual legal respect, ja, sei nett und with great power kommt Verantwortung und ja, nach dem Motto, egal was du machst, bist selber schuld. Gut, Admin Q hat das Passwort 1234 aufs Auge gedrückt gekriegt und unable to locate package record my desktop. So, ich habe mal einen Webbrowser gestartet, das ist hier dieser Conqueror, ne? Und der fragt mich, ob ich Google Chrome installieren will, will ich im Moment nicht. Darüber komme ich jetzt auf die Homepage, von der ich das Ding installiert habe. Ja, und da gibt es unter Downloads, zeige ich gerade mal, einen, wie heißt das, Dev Apps. External Manage and Install Applications von Debian Repositories. So, Setup. Nun, diese Setup-Programme hier unter diesem Betriebssystem, Q4OS, heißen hinten dran Ash. Und da klicken wir mal drauf. Open. Ja, Save. Ich könnte sie erstmal speichern in meinen Computer. Save. Jetzt wird es runtergeladen. Diese Ash-Datei. Ja, bin ich immer Ash gespannt hier. So. So, mein Computer sieht also ein bisschen Windows-mäßig aus, deshalb komme ich hier nicht mehr zurecht. So, Home-Folder, Dokumente, wo sind jetzt Downloads? Da. Da ist jetzt so eine Ash-Datei. Ja, Ash und die draufgeklickt. Und diese Installer, die sehen so ein bisschen aus wie bei Windows. Ob das denn unnötig tut, weiß ich nicht. Aber das soll jetzt wohl irgendwie Windows-mäßig sein. Ja gut, wer es denn möchte. Debian Application Dev Apps Setup Wizard Checking Next Passwort. Jetzt muss das Admin-Passwort wieder rein. 1, 2, 3, 4. Hinter das nie im Leben einer kommt, weil es aus... 4 Zeichen und sogar Zahlen besteht. Und da die Windows-User nur bis 3 zählen können, haben wir keine Probleme. Gut, sehen wir mal weiter, wohin uns das führt. So, das war jetzt gut und fertig. So, Finish, Close, Net. Was mir dann ad hoc aufgefallen ist, dass wir jetzt ein zusätzliches Symbol hier haben, und zwar den Synaptic Paket Manager, da klicke ich mal drauf und hoffe aufs Beste. Hier werde ich nach meinem Passwort gefragt und hoffe in Synaptic mein Rekord, mein Desktop zu finden. Mein Passwort war 1, 2, 3, 4. Nun, in meinem letzten Video habe ich schon gesagt, viele Programme, also viele Linux-Distros-Versionen haben Synaptic. Und auch hier finden wir ihn wieder, wie bereits vorausorakelt. Okay. So, die Standardmeldung von Synaptic, dass Synaptic nur für intelligente Menschen ist, klicken wir gerade weg und suchen mal nach Record My Desktop, Record MZ Desktop suchen. Natürlich kann man die Spracheinstellung umstellen, habe ich schon gesehen, da ist eine Fahne, nicht ich eine Fahne. Mark for Installation, Mark, jawohl, Apply, jawohl, to be installed, Apply und Record My Desktop wird installiert, ja wunderbar, jetzt wollen wir mal gucken, ob das gleich geht, ja. Also wie gesagt, die Spracheinstellungen findet man in den Language Settings, habe ich gesehen und während der also installiert, könnte ich auch mal gucken, wo ich das noch, das ging jetzt, übrigens, das Ding hat nur einen Prozessor, habe ich ja schon erwähnt, ja. Das Ding reagiert wie ein ganz normaler PC, der mehrere hätte. Ich möchte hier lobend erwähnen, dass das hier verdammt zügig geht.
So, in diesem sogenannten Control Panel sieht man zum Beispiel regionale Einstellungen. Da ist eine amerikanische Flagge leider vorne dran und dahinter die deutsche. So, Country, regional. So. US-Englisch wollen wir nicht unbedingt. Wahrscheinlich war die vorne, weil nichts anderes installiert war. Aber soll ja zum Beispiel Europa, Eastern. Ja, ist denn schon Ostern oder was? Eastern? Western vielleicht? Western? West? Bin ich blöd? Ich sehe Deutschland nicht. Schauen wir mal. Europa zentral vielleicht? Ah, wir sind total zentral. Das gleicht ja alles wieder aus. Europa zentral ist Deutschland. Ja, da. Europe zentral ist Germany. Country. Immer noch hier diesen da. Vielleicht muss ich mich ausloggen und einloggen. Ist ja egal. So, da ich die Terminal-Kommandos nicht auswendig wusste und keine Lust hatte, USB zu nehmen, habe ich mir noch installiert mit Synaptic GTK Record My Desktop. Sieht so aus. Jetzt wollte ich mal probehalber das erste Video anspielen. Habe festgestellt, es war kein Videoabspielprogramm dabei, deshalb installiere ich jetzt noch mit Synaptic das Programm VLC. So, beim Starten von Record My Desktop ist mir aufgefallen, das war hier erstmal nirgendwo zu sehen. Mit Run Command konnte ich dann GTK-Record My Desktop starten. Während sich dann auch VLC installiert, habe ich mich um das Problem mit den englischsprachigen Tastatureingaben gekümmert. In den Systemeinstellung konnte man das Keyboard Layout auf Deutsch stellen. Ja, dort German gewählt, mit Add hinzugefügt und das englische, amerikanische removed und OK. Seitdem kann ich hier auch ein Y schreiben und es tut's. So, schauen wir uns noch ein paar Versionsnummern an. Was haben wir denn hier? Uname Misa. Ihr seht, Record My Desktop läuft. LSB Release minus A. Wir haben ein Debian System als Basis 7.6 Visi. So, was haben wir sonst noch? Wir haben ja einen Conqueror in der Version Help About Trinity haben wir übrigens auch noch. Ne? Conqueror haben wir in der Version 3.5.10. Benutzt Trinity 3.5.13.2. Sehr schön. Gut, was sehen wir hier beim Navigieren My Computer? Das ist so ein bisschen ja, Windows-mäßig aufgemacht. Trinity Desktop Environment Release 3.5.13.2 ist ein Fork vom KDE Desktop Version 3.5. Sehr schön, funktioniert hier alles fluffig, schnell und prima. Schneller als zu erwarten war. Homefolder ist mein Heimverzeichnis des Admins hier streng genommen. Gut, Benutzer kann ich mir wahrscheinlich noch anlegen. Netzwerkplätze, gut, das ist so ein bisschen auf Windows ausgelegt. Hier habe ich noch ein K-Mix-Programm, ein Mixer. Der ist aber nicht ganz so gut, da konnte ich mein Mikrofon nicht überreden mitzuspielen. Das per USB kabellos geht, macht aber nichts. Das kann ja, da kann ja die Version von Linux hier, diese, welche haben wir dann, Control Panel, sehen wir wahrscheinlich alles hier. Sound und Media System Sound Enable System Sound Hardware Audio Device Auto Detect General Q4OS System Benachrichtigungen können wir einstellen. Alles so ein bisschen KDE-mäßig, denke ich. Appearance of Themes. Themes Screensaver haben wir einen Bildschirmschoner. Nehmen wir mal OpenGL Bildschirmschoner auf diesem alten PC. Flux. Und das machen wir mal ganz Flux. Apply. Gehen wir im Background, können wir andere Hintergründe uns festlegen. Blue Blend, Default Blue
Globe und so weiter, Get New Wallpapers, sehe ich dann diverse neue Hintergrundbildchen, die sich dann installieren, okay, und sagen, okay, Close, und dann die Towers könnte ich gegebenenfalls dann hier irgendwo finden, Tower, Apply, okay, dann sieht das doch schon ganz nett aus. Also funktioniert, Synaptik haben wir, von da aus kommen wir immer weiter. Linux-Freunde sind damit schon vollkommen zufrieden, ein schnelles, fluffiges System. Mein Fernseher wird mit 1920x1080 Full HD befeuert, wunderbar. Grafikkarte wurde also korrekt konfiguriert, prima Sache. Dokumente, Places, Zubehör, Internet, Simple Wi-Fi Manager, mit dem kann man wahrscheinlich sein WLAN konfigurieren. Hoffen wir mal. Für die Leute, die WLAN benutzen, benutze ich nicht. Hier finden wir übrigens dann auch sowas wie Record, My Desktop und VLC, was ich nachinstalliert habe, Druckereinstellungen. HTOP ist vorinstalliert, sehr schön, HTOP. Systemauslastung wollen wir uns doch vielleicht mal angucken, was da so los ist, sehr schön. Gut, im Moment dadurch, dass Record, My Desktop läuft, ist mein System natürlich gut ausgelastet, ansonsten läuft es hier trotzdem fluffig durch. Nettes Betriebssystemchen kann ich bislang wärmstens empfehlen. Installation ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber sobald man Synaptik hat, kommt man immer klar. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.